Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich bin heute so ein bisschen im Rage-Modus, weil heute war ein ganz unschöner, ach weiß nicht, irgendwie war der Tag nicht so geil. Und da habe ich mir gedacht, hey, das ist doch die perfekte Laune, die man aufbringen kann, um über Produkte zu sprechen, die nicht so gut bei mir funktioniert haben. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir mal so ein bisschen durch diese Kiste durchzustöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Natürlich ist dieses Video jetzt kein Bash gegen irgendwelche Marken, Menschen oder sonst irgendwen. Ich teste einfach unheimlich viel und dann kommt es halt vor, dass irgendwelche Produkte nicht bei mir funktionieren. Ne? Das ist wirklich so. Wenn ihr übrigens richtig geile Pflege sucht, schaut gerne bei Dalton vorbei. Da müsste ich jetzt aktuell den Code BeautyClaudi für 20% Rabatt haben und es müsste auch die aktuelle Dalton-Woche laufen. Heute müsste Freitag sein, das heißt, heute müsste auch Steffis Video online kommen zu öliger Mischhaut. Schaut gerne mal dort einfach generell vorbei, wenn euch das interessiert. Wir haben uns zusammengetan und jede von uns lädt jeden Tag ein Video zu einer ganz bestimmten Problematik hoch. Ich fand es richtig, richtig cool und vor allem, dass die Mädels auch alle mitgemacht haben. Ne? Und noch was zum Disclaimer. Solltest du Bock auf ein Trash-Paket haben, dann schau doch mal in den Kommentaren vorbei. Manchmal suchen und finden sich genau unter solchen Videos super viele Trash-Paket-Gruppen, aber seid freundlich und fair miteinander. Das ist immer so diese Herzenssache, die ich euch mit auf den Weg geben möchte, ne? Dass ihr wirklich nur das ins Paket dann auch legt, was ihr selber rausnehmen würdet. Genau. So. Los geht's. NYX Buttermilk Blush. Also generell diese NYX-Neuheiten, weiß ich nicht. Das ist einfach zu schimmernd. Ne? Es gibt, glaube ich, auch matte Varianten davon. You Know Butter ist hier die Farbbezeichnung. Ich habe hier halt weniger den Blush bei mir auf dem Gesicht gesehen. Also die Farbe wäre richtig geil, ne? Aber das war halt mehr Schimmer. Und das fand ich schade, muss ich wirklich sagen. Da habe ich andere aus allen möglichen Preiskategorien, welche die teurer sind, welche die günstiger sind, die ich einfach von der Formulierung her deutlich besser finde. Also das hat mir nicht so gut gefallen, deswegen muss das jetzt gehen. Ich bin auch nicht so die ultimative Glowy Blusher Freundin, also so diese klassischen Lars Orgasm, Milani Luminoso und so, ist nicht ganz so mein Vibe. Ich bin dann halt wirklich eher so jemand, die sagt, okay, ich mache mir vielleicht einen seidenmatten Blush drauf oder wie auch immer. Übrigens, mein Blush, den ich heute Morgen aufgetragen habe, gut, wir haben 10 Uhr abends, der ist fort. Ich muss mal wieder ein bisschen, ich mache mal eben kurz ein bisschen Frische wieder ins Gesicht. Wie sehe ich denn aus? Guck mal, da nehme ich hier von Nabla nämlich einen von den neuen. Paradise Close-Up sind matte Blushes, ne? Kriegt ihr bei Purish, könnt ihr 10% mit Claudis Welt 10 drauf sparen. Mache ich echt manchmal, dass ich einfach meine Haare dann mit dem Pinsel wegmache. So gefalle ich mir dann doch ein bisschen besser, ne? Was so ein bisschen Blush ausmacht, ich sag's euch. Okay, weiter geht's. Heute auf meinen Augen habe ich hier von The Beauty Crop die Vitamin Bay Palette drauf. Und ich finde, also diese matten Töne, die habe ich auch schön auftragen und verblenden können, ne? Aber diese Schimmertöne sind für mein persönliches Empfinden einfach zu wenig. Und deswegen wird diese Palette jetzt meine Sammlung verlassen. Die ist ja so ein bisschen Colourpop-mäßig aufgemacht von der Umverpackung her. Von den Fännchen ist es nicht so wie Colourpop. Die sind ja eigentlich eher rund, ne? Eigentlich auch eine schöne Farbkonstellation und ich mag eigentlich auch gerne diese Palette. Aber nee, also die hat auch heute wieder nicht so gut performt. Das letzte Mal, als ich die verwendet habe, war die auch eher mau und deswegen trenne ich mich von ihr. Noch eine Lidschattenpalette habe ich hier und zwar die The Root Sun Palette. Eigentlich eine wunderschöne Palette, wo ich auch gesagt habe, Mensch, vielleicht wirklich ganz gut geeignet für Karneval oder so. Aber also ich glaube nicht, dass ich zu der hier Karneval greifen werde. Das Ding ist, dass ich mittlerweile diese Liner hier auch gar nicht mehr so brauche, weil ich habe mir bei Unwissend Schön, bei der lieben Jenny im Shop, die ganzen Liner bestellt gehabt. Das heißt, da bin ich jetzt sehr, sehr gut ausgestattet. Und ja, was ich hier halt wirklich, die ist besonders dadurch, dass du halt diese ganz, 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 ganz vielen groben Glitzer mit drin hast. Und immer wenn ich die auch verwende, sieht das schön aus, aber ich habe sie halt auf den Augen und das stört mich. Es sieht wunderschön aus und auch da wieder, ne, der Bezug Karnevalslooks. Aber da würde ich dann tatsächlich eher so diese Chrome Flakes verwenden, die dann auch wirklich haltbar sind und nicht im Laufe der Zeit runterrieseln. Eine absolute Claudi-Palette, aber die wird mich jetzt verlassen. Also ich glaube, da wird, ich glaube zum Beispiel eine Nika von Nikas Beauty-Kiste oder eine Sarah Isabel, die werden da richtig ihre Freude dran haben.
Für mich ist es nichts. Hier war ich richtig enttäuscht. Ich liebe Beauty Bay und ihre Formulierung in den Paletten. Aber diese Botanical Palette, die habe ich nicht ans Laufen bekommen. Ich habe die in vielen verschiedenen Looks ausprobiert. Mit euch vor der Kamera, mit ein paar Looks hinter der Kamera. Ich glaube einfach, dass es nicht mein Farbschema ist. Ich finde, dass die Töne hier auch wieder wunderschön aussehen. Und auch die Schimmertöne, ne? Oh. Aber die haben nicht die gleiche Qualität, wie ich das normalerweise kenne. Oder es stört mich, dass die zu dunkel sind. Ich weiß es nicht. Das ist halt einfach nicht meins. Und ich sehe es halt, also auf meinen Augen sehe ich halt, dass es nicht so gut aussieht. Und das stört mich. Also, ne, deswegen, nee, also da werde ich mich leider wirklich schweren Herzens auch von trennen. Ja, ich mache hier erstmal ein bisschen Platz. Ich habe nämlich ganz, ganz viele Pinsel aussortiert. Aber das habe ich nicht gemacht, weil ich die jetzt furchtbar finde, sondern weil ich halt einfach sehr viele Pinsel habe und dann einfach geguckt habe, welche behalte ich, welche gehen weiter. Brauche ich von einer Marke den einen Pinsel fünfmal? Nee, okay. Hier habe ich so einen Stippling Brush von Lahaie aussortiert und auch so einen sehr, sehr fetten Puderpinsel. Das ist ganz witzig, denn ich verwende in letzter Zeit eigentlich fast gar keine großen Puderpinsel mehr. Ich habe es ja auch gerade gesehen, das ist ja der von Essence gewesen, ne? Das ist so mit das Maximale, was ich so an Pinsel verwende. Ich verwende den ja nämlich sowohl für Puder als auch für Bronzer, als auch für Blush und für Highlighter, weil ich manchmal etwas pinselwaschfaul bin. Dann habe ich hier nämlich mein Säckchen, wo ich ganz, ganz viele Pinsel drin habe. Ich werde die euch nicht alle zeigen, aber die habe ich, also ich habe massenhaft aussortiert, ne? Auch sehr, sehr gute Pinsel aussortiert. Und das ganze Säckchen ist quasi voll. Ich weiß, dass ich meinen Freundinnen damit auch eine Freude mache, dass die im Trashy immer ganz gut ankommen. Und deswegen, da trenne ich mich von. Das muss nicht sein. Ich habe sehr viele Pinsel, aber ich hole mir immer hier auf meinen Tisch immer so eins. Das sind ja eigentlich so Teeboxen, ne? Und da sind immer Pinsel von einer Marke drin. Hier habe ich zum Beispiel meine ganzen Essence-Pinsel drin. Hier habe ich meine ganzen Catrice-Pinsel drin. Und dann verwende ich immer diesen Köcher, sage ich jetzt mal dazu, bis ich halt quasi nicht mehr ausreichend Pinsel hier drin habe, um sie für einen kompletten Look zu verwenden. Das heißt, ich brauche immer irgendwie einen Foundation-Pinsel, ich brauche einen Puderpinsel, irgendeinen Blendepinsel und irgendeinen etwas feineren Pinsel. Und ja, wenn es dann halt irgendwann dazu kommt, das ist halt nicht mehr da, ne, dann stelle ich es wieder da hinten hin und hole mir dann das nächste ran. Und ja, so teste ich mich halt auch generell nochmal immer wieder durch meine Pinsel durch und schaue, ob die gut sind, ob die haaren oder sowas, ne? Und ja, jeden Morgen werden Pinsel gewaschen bei mir. Da bin ich auch immer sehr akribisch. Genau, so viel dazu. Ja, ich habe hier eine Foundation aussortiert, die ich auch noch mal ein zweites Mal ausprobiert habe und leider hat sie gar nicht funktioniert. Das ist eine recht neue. Das ist die Maybelline 30 Stunden Lumi Matte Foundation. Ich fand die furchtbar auf meiner Haut. Das sah ganz schrecklich aus, ganz trocken, ganz unangenehm. Ist eine schöne Farbe gewesen, aber die Konsistenz ist auf meinem Gesicht halt echt nicht toll gewesen. Die 090 ist für mich eigentlich echt gut, ne? Ja, aber die hat von der Formulierung her nicht gepasst. Etwas, was von der Formulierung her auch nicht gepasst hat und was ich selbst auf dem Körper nicht aufbrauchen konnte, weil es gekrümelt hat wie Bolle, ist hier von Balea dieses Beauty Expert UV Protection Fluid. Eieiei, also das hat gar nicht funktioniert. Nicht in Kombination mit irgendwas, also nicht in Kombination mit meiner Haut, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Finde ich ein bisschen schade und ich teste mich aktuell nämlich sehr, sehr viel durch Balea und durch Isana durch, ne, um euch da halt so ein bisschen mehr auch Feedback geben zu können. Und das hat es wirklich gar nicht gerissen. Mm-mm. Also da habe ich auch ehrlich gesagt in der Drogerie noch nicht so den Sonnenschutz für mich gefunden. Was ich richtig gut finde, ist Beauty of Joseon. Die haben richtig gut bei mir abgeschnitten. Die kriegt man bei Purish, die kriegt man bei Yesda, die kriegt man bei Stylevana, die kriegt man halt sehr viel online, ne? Also ich wüsste jetzt nicht, in welcher Drogerie man das so vor Ort kriegen könnte oder in welcher Parfümerie, aber das ist so der Top-Sonnenschutz, den ich so in letzter Zeit getestet habe. Ansonsten Dalton funktioniert bei mir auch sehr gut. Dann habe ich hier von Trend It Up das Protect and Set Over Make-up Spray. Ei, also sehr, sehr ölig. Habe ich auch mit euch zusammen getestet, ne? Nein. Nein. Das ist einfach Öl, was du dir ins Gesicht gibst. Und das kannst du nicht über Make-up verwenden. Nein, also ich habe es gerade noch so hinbekommen, aber trotzdem habe ich die ganze Zeit auch dieses Gefühl gehabt, dass ich über meinem Make-up wirklich noch eine Ölschicht drauf habe. Nee,
Das muss auch nicht sein dann, ne? Da muss man sich nicht durchquälen. Warum habe ich dich hier reingepackt? Ach ja, Floss, Brighten Up Highlighter. Ich habe mir nämlich zu ein paar Produkten auch Notizen gemacht. Das müsste ich auch in meinem Full Face Beauty Boxen aussortiert haben, in der Farbe Sunlit. Der war mir leider zu gold. Das ist halt bei mir so eine Sache, ich bin sehr, sehr hell. Ich bin ja fast transparent vom Hautton her. Und wenn dann halt solche Highlighter nur einen Tick zu dunkel, nur einen Tick zu gold sind, dann harmonieren wir halt nicht zusammen. Der ist auch so richtig bouncy, ne? Das sieht man. Ich hatte da mit den Fingern auch reingedrückt, um euch das nochmal zu zeigen. Den hatten wir auch in irgendeiner Box offensichtlich mit drin. Aber für mich ist der halt nicht so passend. Und ich teste mich auch aktuell so ein bisschen durch meine Highlighter-Sammlung durch, um da auch ein bisschen mehr Clash Shift zu machen und dann auch mal meine Declutter- und Sammlungsserie weiterführen zu können. Da habe ich unter anderem auch hier von Dr. Pierre Ricoeur dieses Produkt aussortiert. Das ist eigentlich ein Lidschatten. Ich hatte den dann irgendwann zweckentfremdet als Highlighter, was vollkommen Banane ist, weil ich habe genug Highlighter. Das ist einmal dieser hier, ne? Also ich habe den ja schon manchmal so im Innenwinkel verwendet, aber ich weiß nicht, bist du noch gut? Der riecht nach nichts. Den würde ich jetzt halt auch einfach so weitergeben. Immer an den Produkten riechen und so weiter. Bei Puderprodukten ist es halt bei mir, dass ich sage, komm, auch wenn da draufsteht, das ist nur 12 Monate haltbar. Wenn man die Produkte regelmäßig desinfiziert oder generell gut mit den Produkten umgeht, dann kippen dir Puderprodukte auch nicht so wirklich. Die Haltbarkeit richtet sich dann meistens eher an den Kleber, der da hinten mit dran ist. Und dann riechst du, wenn er nicht mehr gut ist, ne? Und ansonsten, genau, weil Mindesthaltbarkeitsdaten, das ist ja mindestens haltbar bis und nicht tödlich ab. Ich habe ja selber auch sehr, sehr viel in der Industrie gearbeitet und habe auch viel mit MHDs zu tun gehabt und so weiter. Man ist dann immer schon deutlich vorsichtiger, als man es eigentlich sein müsste. Ne? Also wenn man auch so MHDs draufdrückt. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Genau, aber bei cremigen Produkten sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr drauf achten und auch generell immer gucken, was gebe ich überhaupt an wen weiter. Auch alles, was mit Schleimhäuten in Kontakt ist und so. Seid da einfach vorsichtig. Etwas, was man generell immer bedenkenlos weitergeben kann und was eigentlich auch niemals ein MHD hat, ist diese Parfums. Ne? Also haben ja auch meistens einen recht hohen Anteil an Alkohol. Hier ist Jeanne Art Paris, das Boom do Brasil. Ja, sollte ja irgendwie auch ein Nachbar sein oder so. Das soll wie Cirosa 62 riechen, riecht aber nach altem Keks, habe ich mir aufgeschrieben. Ist wirklich leider so, ne? Ja, also nicht jeder Duft gefällt jedem und wir haben ja auch alle unterschiedliche Wahrnehmungen manchmal von Düften und manchmal, das ist halt einfach so, ne? Also das wandert jetzt weiter und das war nicht teuer, deswegen tut es jetzt auch nicht so ultimativ weh, aber ich habe hier ja durchaus auch andere teure Produkte drin. Ja, das wird schon ein gutes Zuhause finden. Bei Parfum achtet halt drauf, dass ihr die relativ lichtgeschützt lagert. Ansonsten können die sich halt verfärben, aber die kippen dann eigentlich nicht. Also mir ist persönlich noch nie in meinen 35 Jahren Leben ein Parfum gekippt. Die Farbe verändert sich manchmal, aber selbst das, wie ich gehört habe, kann sogar ein Reifeprozess sein, was einen Duft noch besser riechen lässt, habe ich mal irgendwo gehört. Etwas für die Haare habe ich aussortiert von Grow Gorgeous, das Defense. Ich liebe Grow Gorgeous, aber dieses Teil hat nichts gemacht. Vielleicht ist es einfach etwas, was man drauf machen muss und man muss einfach hoffen, dass dann irgendwann ein Effekt kommt, beziehungsweise dass kein negativer Effekt kommt, aber solche Produkte finde ich dann immer so, ich habe da keinen Bock, das dann noch weiter zu verwenden oder das weiter noch in meiner Pflegeroutine mit drin zu haben, bin ich ehrlich, ne? Und deswegen, ja, wird es jetzt rausgehen, wird sicherlich seine Daseinsberechtigung haben. Und ja, bei mir hat es halt nicht so, ne, also da habe ich andere Haarpflegeprodukte, die ich dann einfach lieber verwende. Und wenn ich das mit denen in Kombi verwende, dann ist es halt irgendwann einfach zu viel für meine dünnen Haare. Das muss nicht sein. Die Mascara habe ich aussortiert, weil entweder ist die gekippt oder, ja. Ja, die ist gekippt. Von NAMM ist das die Temptation Volume Mascara. Genau, die ist einfach gekippt. Sowas soll man ja auch nicht allzu lange offen haben. 6 Monate Mascara in Daueranwendung, sage ich immer, ne. Wenn du eine Mascara hast in Daueranwendung, 2 Monate, dann solltest du die wechseln normalerweise. Sei jedem aber selbst überlassen. Wir haben hier ein Gummibürstchen dran. Und wie gesagt, da muss man halt immer so ein bisschen nach dem Geruch gehen. Ich fand die eigentlich ganz schön auf den Wimpern damals, als ich die auch verwendet habe. Aber ja, jetzt ist die halt irgendwann Uppe und dann kommt die auch wirklich in Müll, ne? Dann habe ich in der My Little Box Ohrringe drin gehabt, die mich in den Wahnsinn getrieben haben. Die hatte ich dann auch beim Full Face Beauty Boxen angelegt, hatte die dann auch wirklich irgendwie 2 Stunden drauf und dann habe ich irgendwie echt einen Rappel gekriegt, weil die sind laut. Was, hört man das? Das hört man so nicht, aber die rappeln. Und das mag ich nicht. Das kann ich nicht haben. Ich finde, die sehen hübsch aus, definitiv. Das mag ich gerne, auch diesen Boho-Style generell. Das ist voll mein Vibe. Aber ich mag es nicht,
wenn ich meine Ohrringe höre. Die sind halt direkt am Ohr dran und ich habe sowieso eine kleine Hörschädigung, dass ich quasi auf dem linken Ohr nicht so gut höre. Und wenn ich dann halt quasi die ganze Zeit diese Dauerbeschallung habe, dann rastet mein Gehirn halt irgendwann aus, ne? Das muss nicht sein. Dann gibt es ein neues Produkt aus dem Catrice-Sortiment, was direkt rausgeflogen ist. Ich glaube, dass das auch nichts sein wird, was lange von Bestand im Sortiment bleiben wird. Der 4-in-1 Luminizer von Catrice? Nee. Einfach nee. Also brauche ich nicht. Ich mag genauso wenig, wie ich Shimmer Blushes mag, mag ich gerne, also ich mag halt auch nicht gerne Shimmer Bronzer. Und der hier ist halt wirklich ganz eskalativ. Den vielleicht in eine Foundation reinmischen, wenn ihr euch zu hell ist. Aber wann kommt mir das mal vor? Also wann das bei mir mal vorkommt? Das ist sehr, sehr selten. Ne? Ich bin ja froh, wenn die Foundations hell genug sind, dass ich nicht aussehe wie ein Oompa Loompa, sondern dass die halt einfach passend sind zu meinem Körper. Und ja, nee, also das muss wirklich nicht sein und das sah bei mir super fleckig aus. Vielleicht für Leute, die einen sehr, sehr dunklen Teint haben, als Highlighter ganz gut geeignet, aber bei mir ist es halt einfach kein Produkt, was man verwenden sollte. Und da auch wieder, es ist ein Liquid-Produkt, da sollte man dann schnell zusehen, dass man sich entscheidet, mag ich es nicht. Hier sind wir auch wieder bei diesen Bronze Lighter, Riva Loves Me Eternal Sun. Also die Limited Edition hat es mir leider gar nicht angetan. Und das ist halt wirklich auch für mich kein Baked Bronzer, sondern ein sehr, sehr, sehr dunkler Highlighter oder ein Monolidschatten. Für mich ist es halt einfach nichts. Es sieht nicht bei mir aus. Wirklich nicht. Dann habe ich einen Nagellack aussortiert und zwar den Glam Effect Nail Polish von Riva Loves Me in der Farbe 06 Galaxy Rider. Wunderschön, aber er hält nicht auf meinen Nägeln. Egal, was ich mache. Ich mache ja Basecoat drunter, dann mache ich... Ich habe den in einer Schicht ausprobiert. Da ist er einfach überhaupt nicht deckend. In zwei Schichten ist er auch noch nicht so ganz deckend. In drei Schichten deckt er und sieht schön aus. Ist sogar vom Finish her ein bisschen matt. Dann habe ich den ohne Topcoat verwendet. Ich habe ihn mit Topcoat verwendet. Nein, einfach nicht bei mir praktikabel. Und ich liebe die Riva Loves Me Lacke. Die funktionieren normal richtig, richtig gut bei mir. Nur diese Glam Effects offensichtlich nicht. Zum Beispiel diese Neon Lacke, Leute. Zieht euch die rein. Die sind ein bisschen schierer. Also macht da entweder euch zum Beispiel diesen Ballet Slippers von Essie drunter oder halt generell so einen milchigen Lack, ne? Oder einen milchigen Unterlack und gebt euch dann so zwei, drei Farbschichten davon drüber. Boah, die knallen. Und wenn ihr euch einen richtig hellen drunter macht und die dann drüber, dann ist es halt so richtig krass, krass Neon. Und wenn ihr dann auf irgendwelchen Schwarzlichtpartys oder sowas seid, dann leuchtet das so richtig geil. Also auf den Händen super, auf den Füßen super. Absolute Empfehlung. Dann habe ich hier von Colourpop diesen Highlighter aussortiert. Der ist mir einfach zu glitzernd. Ich mag diese Supershock Highlighter leider nicht so gerne. Das ist auch noch ein Pearlized. Stole the Show. Genau, also ich wollte ihn lieb haben. Wir haben uns nicht lieb gehabt. Und der ist halt auch ähnlich wie der von Floss, dass man hier halt diesen Bouncy-Effekt mit dabei hat. Das heißt, es ist halt wirklich... halt nicht super pudrig hier drin und nicht so fest gepresst oder so. Das ist noch mit einer gewissen Feuchte. Und eben weil das so ist, direkt schnell weitergeben, wenn er halt nicht gefällt. Ne? Dann habe ich hier auch noch einen Highlighter aussortiert. Wie gesagt, ich teste mich viel durch. Den Magic Finish Mousse Highlighter von Asam. Den habe ich auch letztens erst halt, ja, fresh gekauft, fresh in Anwendung genommen. Der ist halt zu dunkel, der ist einfach nicht zu dunkel. Der ist zu unsichtbar. Das Dunkle macht der aus, weil der halt quasi meine Foundation, meine Base abträgt. Das ist halt das Ding, dann kriege ich dann dunklen Streifen. Also ich, ne, vielleicht in Kombination für Leute, die halt nicht so eine ganz furztrockene Haut haben wie ich, wenn man sowieso auch diesen, das Magic Finish als Make-up verwendet in der dünnen Schicht und sich dann ein bisschen davon drüber gibt und dann halt nicht abpudert. Aber ich persönlich finde, man sieht ihn nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Produkt nicht richtig ist. Weil das, was wir hier außen sehen, ist nicht das, was wir hier drinnen haben. Also wenn ich mir das auch hier so mal angucke, ich glaube, das seht ihr ganz gut. Man sieht auch nicht wirklich Schimmer oder sowas, ne? Das ist ganz, ganz verrückt. Also für mich persönlich oder von mir für euch nicht unbedingt eine Empfehlung, sich das zu kaufen, bin ich ehrlich. Muss man sich jetzt nicht unbedingt geben. Vor allem hast du hier auch super viel Produkt dann drin, was du auch so gar nicht brauchen wirst wahrscheinlich, ne? Die hatten eigentlich schöne. Ich weiß gar nicht, was mit denen passiert ist. Naja, dann habe ich hier leider... Odin's Eye, Solman 2, diesen Moonlight Feel Highlighter. Das tut mir so weh, ne? Ich habe mir diese Solman 2 Lidschattenpalette auch gekauft. Und dieser Highlighter ist die Glitzerbombe schlechthin. Mono-Lidschatten, ja. Ne? Ich habe hier die Farbe Moon Tears. Ich meine, wie unfassbar, unglaublich schön sieht diese Verpackung aus. Das ist so schön gemacht. So, 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 so toll. Ich liebe Indie Brand Make-up, wirklich. Und dann sieht man hier halt dieses Produkt, ne?
Und ihr seht, was ich sehe. Ja, Morbus Black hat's gefeiert. Das muss ich wirklich sagen. Sie hat den auch verwendet und das sah bei ihr auch klasse aus. Bei mir, das sieht furchtbar aus. Nee, das ist auch richtig, richtig, richtig grob. Und das ist kein Overspray. Ich habe es getestet. Und nee, die sind halt wohl scheinbar so. Und das mag ich nicht. Also der wird weiter wandern, da wird sich jemand drüber freuen. Auch von Odens Eye habe ich ja eigentlich nur diese Set-Palette aussortiert, ne? Diese Umverpackung, weil die haben neue. Und da habe ich dann meine Monos reingepackt. Ich finde, dass die auch, also die Magneten hier drin sind richtig, richtig gut. Also das hält bombenfest. Du kannst sie so halten und die fallen nicht raus. Wirklich geil. Und ja, eigentlich toll gemacht. Aber wie gesagt, ich habe jetzt eine andere und jetzt sind meine Hände wieder total glitzernd, weil ich habe da sehr, sehr krasse Töne von Odens Eye. Und die habe ich mir mal gekauft und ich habe hier auch noch ein Haar. Das möchte gehen. Danke. Genau, ja, die kann jetzt einfach weitergehen. So, den hier habe ich aussortiert, weil ich den einfach nie schön auf meine Nägel drauf kriege. Ich habe den, irgendwas ist ausgelaufen. Jetzt darf ich alles sauber machen, was ich rausnehme. Na toll. Ja, dieser, den kriege ich halt nicht schön auf meine Nägel. Ich habe mir das sehr schön vorgestellt, aber jedes Mal, wenn ich ihn dann als Topcoat verwende, ne, als Effektlack über meinem normalen Lack, sieht das einfach nicht gut aus. Also, nee, für mich halt leider kein Yay. Produkt. Dann habe ich hier noch ein Augenbrauenprodukt aussortiert von Pupa, was mir einfach zu dunkel ist. True Eyebrow Pencil in 002. Ich meine, zieht euch das mal rein. Das ist so dunkel. Was habe ich mir dabei gedacht? Ne? Ich weiß es selber nicht. Das ist einfach zu dunkel. Das ist nicht meine Augenbrauenfarbe. Nicht mal im Entferntesten, Claudi. Ja, noch weitere Augenbrauenstifte, die ich eben deswegen aussortiert habe, weil ich da einfach mal auch so ein bisschen durchgeguckt hatte, ist hier von Karl Lagerfeld und Model Co. Den hatten wir mal in der Box drin. Ja, da hast du dann meistens so einen Mittelbraun drin und der ist wirklich sehr, sehr dunkel. Ich habe mir vorgestellt, dass er mir passt, aber er passt mir nicht. Von Real Her, auch das war so eine Universalfarbe. Ich habe mir auch vorgestellt, dass er mir passt, aber dann habe ich ihn nochmal verwendet und mir gedacht, was hatte ich da irgendwie, wer hat mir ins Gehirn gepupst. Genau, der passt mir nicht. Das ist nicht meine Farbe. Der ist für wirklich normal Brünette, glaube ich, auch zu dunkel. Aber für mich als ja, Originalblondine halt zu hell. Oh, jetzt habe ich ein bisschen was von der Schrift runtergenommen. Hm? Toll. Ja, dann habe ich hier von e.l.f. eine Highlighter-Palette aussortiert, weil ich sie einfach nicht verwende. Ich greife da nicht wirklich zu. Ich finde die jetzt auch nicht mega krass. Und sie nimmt sehr, sehr viel Platz weg, dadurch, dass sie so groß ist, wie sie ist. Und deswegen wird sie jetzt einfach meine Sammlung verlassen. Ich fand sie immer, wenn ich sie auch verwendet habe, eigentlich schön. Und ich habe auch gerne diesen Ton hier unten verwendet, den Champagnerton. Das ist nämlich eigentlich auch der aus dem, ja, mittlerweile glaube ich nicht mehr, aus dem Standardsortiment gewesen. Ja, aber die meisten Töne davon verwende ich eh nicht. Und ja, kann man machen, wenn man möchte. Ich brauche das jetzt so nicht. Von Enamel Minerals habe ich hier den Diamond Glow mineralischen Highlighter mal aussortiert. Das ist ein loser Highlighter. Eigentlich der einzige lose Highlighter, den ich so gerne verwende und trage. Das ist der von Crash Cosmetics einfach, weil ich den sehr, sehr gut finde, den Christine. Und ja, der hier ist mir ein bisschen zu glitzernd gewesen. Ne, das, nö, einfach nö. Der darf weiter wandern. Schweren Herzens trenne ich mich hier von dieser Eveline Cosmetics Palette. Das ist die Look Up Let's Try Palette. Also ich habe jetzt wirklich allerhand auch sehr schöne Natasha Denona Paletten, zu denen ich sehr, sehr gerne greife, die auch ein ähnliches Farbschema haben, weswegen ich die einfach gerade nicht in meiner Sammlung mehr brauche. Ne? Und ja, deswegen. Also eigentlich eine schöne Palette, die sich auch schön verarbeiten lässt, auch relativ simpel in der Anwendung. Aber was ich hier zum Beispiel intensiv vermisse, ist ein richtig heller, heller Schimmerton. Der hier ist zwar hell, aber nicht hell genug für mein Inner Corner zum Beispiel. Ja, und zu so kühleren Paletten greife ich persönlich jetzt nicht so super häufig. Und auch nachdem ich meine Palettensammlung schon abgedreht habe und geklattert habe, gehe ich ja immer und immer wieder durch die ganzen Geschichten durch. Und die hatte ich jetzt letztens nochmal in den Händen, habe mich damit geschminkt, habe mich damit nicht so wohl gefühlt und habe mich entschieden, dass ich sie aussortiere. Dann habe ich hier einen Primer aussortiert und zwar ist es der Face Primer Mowgli aus der Dschungelbuch-Kollektion mit Aloe Vera und Niacinamiden. Den habe ich verwendet und ja. Da ist mir alles vom Gesicht gekrümelt, das fand ich ein bisschen uncool, weswegen der jetzt einfach meine Sammlung verlassen darf. Weil wenn ich Gesichtsprimer verwende, möchte ich eigentlich schon,
dass ich mir nicht groß Gedanken machen muss und alles drüber geben könnte, theoretisch. Aloe Vera ist oft dafür zuständig, dass Produkte krümeln. Ne? Also auch wenn ihr eine Bodylotion mit Aloe Vera abends verwendet habt und morgens euch schminkt und das hier irgendwie am Hals krümeln sollte, könnte es sein, dass die Bodylotion dafür zuständig ist. Also ne? Bevor ihr euch schminkt, bevor ihr... Solltet ihr euch ja sowieso pflegen und am besten auch Hals und Dekolleté ein bisschen mit abwaschen und da dann auch zusehen, dass wenn ihr da Bodylotion drauf hattet oder Aftersun, ne, dass man das einfach abmacht, weil ansonsten könnte es krümeln. Nur so als kleiner Tipp. Ja, hier habe ich, glaube ich, einfach einen Fehler gemacht beim Kaufen. Das ist von Maybelline, der Sun Kisser Blush und das ist die Farbe 03 Soul Search. Wir sind hier wieder bei schimmernden oder glitzernden oder glänzenden Highlight, hier Blushes bin ich vollkommen raus. Die Farbe hatte ich mir eigentlich schöner vorgestellt, als sie dann letztendlich auf meinem Gesicht war und deswegen, nö, hätte ich das im Laden stehen sehen, hätte ich es auch nicht gekauft. Ich habe es halt online gekauft. Das ist manchmal ein Fehler, aber ich bin dafür da, dann ja auch immer relativ zackig hier euch die Make-up-Neuheiten zu zeigen. Und dann bestellt man halt manchmal online, ne? Ja, hier auch wieder aus der Riva Loves Me Limited Edition. Nee, das ist ein schimmernder Bronzer-Stick, der für mich ein dunkler Highlighter-Stick ist. Bin ich ehrlich, also für mich ist das nichts. Das kann ich so nicht verwenden. Diese Mascara hat nicht gegen die andere Elf-Mascara, die ich verwendet habe, anstinken können. Ich habe nämlich so einen kleinen Test gemacht. Das ist eine Lash and Roll von Elf. Und die hat also wirklich gar kein schönes Ergebnis gegeben, weswegen ich die jetzt aussortiere. Ne? Sowas muss ich dann halt nicht in der Sammlung haben. Das ist ein bananenförmiges Gummibürstchen. Wird sicherlich jemanden freuen, die dann halt auch definierte Wimpern haben möchte. Ich mag es ja gerne, Wawawoom. Und zu guter Letzt, schade Schokolade. Dominique Cosmetics habe ich hier drin. Und zwar ein von diesen Pillow Soft Hydrating Stain Lip and Cheek in der Farbe Pink Dreams. Hat bei mir leider nicht so schön ausgesehen letztendlich. Also ich habe den ein paar Mal angewendet und war dann über das Ergebnis nicht ganz so zufrieden. Ich fand den einfach nicht blushig genug. Nee, das hat einfach nicht, als Lippenprodukt vielleicht, aber nicht als Blush. Dafür ist er mir einfach zu unsichtbar gewesen. Ne? So, habe ich es geschafft. Habe ich ein bisschen meine Laune hier ein bisschen einnorden können. Ja, schon. Doch, jetzt ist es raus, Leute. Nein, alles gut. Wie gesagt, ich teste mich weiter durch. Ich schaue einfach, welche Produkte bei mir persönlich funktionieren. Und vielleicht hilft es dir dann ja auch, dann gegebenenfalls eine Anregung für eine Vermeidung vor einem Fehlkauf zu bekommen. Und ja, dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Ne? Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.